sie hat doch auch gar kein Geld, um so eine Kampagne vorschießen zu können. Nee, natürlich nicht. Da steckt irgendjemand anders dahinter. Allein schafft Tanja sowas nicht. Meinst du? Klar, ich werde doch raus gegen wer. Kriminalpolizei Düsseldorf, das ist mein Kollege, Herr Bertram. Ist irgendwas mit meinem Sohn, Paul? Nein, es geht um Ihren Ex-Mann, Alex Wiegand. Alex? Er ist heute Nachmittag aus der Psychiatrie in Düsseldorf ausgebrochen. Bitte. Wie? Alex ist ausgebrochen. Heute Nachmittag. Wie konnte das passieren aus der geschlossenen Abteilung? Die Kollegen prüfen das noch. Bei seiner letzten Therapiesitzung soll er sich sehr über einen Brief seiner Tochter aufgeregt haben. Weil Lisa ihn nicht besuchen will. Ihr Ex-Mann beschuldigt sie, ihm Lisa vorzuenthalten. Die Ärzte befürchten, dass er sich an ihnen rächen will. Das hat er bei der Geiselnahme auf Schloss Königsbrunn auch schon gesagt. Können Sie und Ihre Tochter vielleicht für eine Weile woanders unterkommen? Bis wir Herrn Wiegand wieder gefasst haben. Ich weiß nicht. Wir werden in jedem Fall hier von dem Haus verstärkt Streife fahren. Mehr können wir im Augenblick leider nicht tun. Ach ja, und verschließen Sie bitte in nächster Zeit gut die Fenster und Türen, ja? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Lisa? Lisa! So, mein Kleiner, schau mal was. Oh. Och, ist er eingeschlafen. Ich habe ihm nur einen Schnuller gekauft. Einen sehr besonderen Schnuller. Du benutzt tatsächlich deinen Sohn im Kampf gegen Tanja. Jetzt komm schon, der Kleine leidet nicht darunter. Im Gegenteil, wie man sieht. Ja. Herr Graf, Hoffen anstecken möchte ihren Sohn abholen. Guten Abend. Hallo, mein Süßer. Oh, du schläfst ja. Freust du dich auf die Mami? Na, bitte mir nicht so ein. Ach, sag mal, Tanja, wie erreiche ich dich denn jetzt eigentlich jetzt, wo du wieder arbeitest? Wenn wir mal was klären müssen wegen dem Kleinen oder so? Wie immer, Ansgar. Auf dem Handy. Hm. Warum fragst du nicht das, was dich eigentlich interessiert? Mein neuer Auftraggeber. Es muss dich sehr treffen, dass wir dir den gigantischen Werbeetat weggeschnappt haben. Na schön. Wer ist es denn? Er wird sich dir schon noch vorstellen zu gegebener Zeit. Och, was sehe ich denn da? Ein neuer Schnuller? Ja, ich habe ihm den gekauft. Der alte war so zerbissen. Aha. Und ich vermute mal, das ist das Modell Peilsender, oder? Netter Versuch, Ansgar. Aber seit dem Mikro in der Kinderwagenkette habe ich dazugelernt. Wenn du etwas über meinen neuen Job herausfinden willst, musst du dir was Originelleres einfallen lassen. Nein, Lisa habe ich heute noch nicht gesehen. Andi müsste auch unterwegs sein. Klar, Susanne, richte ich aus, wenn sie heute noch vorbeikommt. Tschüss. Mann, hoffentlich taucht Lisa bald auf, sonst gibt's echt Ärger. Susanne klang ein bisschen nervös. Wahrscheinlich muss Lisa auch noch büffeln. Ich bin ja froh, dass mir wegen sowas keiner mehr hinterher telefoniert. Also dein persönlicher Aufpasser, der wartet hier schon eine halbe Ewigkeit. Du hast noch ein ganz schönes Pensum vor dir. Wann können wir endlich loslegen? Sofort, Chef. Aber was suchst du da eigentlich die ganze Zeit? Mein Special Blue Ice Mix, brauche ich für die Party nachher. Ich helfe dir noch kurz. Bei der Hektik kann ich mich sowieso nicht konzentrieren. Gut, dann gehe ich noch mal schnell für kleine Anatomie-Experten, aber danach gibt's keine Ausreden mehr. Wie war das noch? Ich mache erstmal gar nichts. Außer der erste Schritt kommt von Leonard. Ja, aber der kam doch von ihm, der erste Schritt. Oder warum ist er sonst hier? Ach, du meinst, deine anatomische Hilfestellung bedeutet mehr als nur einen Freundschaftsdienst?
Leonard sagt immer, Anatomie ist grottenlangweilig. Und wenn er dafür seinen Abend opfert? Das zeigt doch, wie wichtig ich ihm bin. Paul. Er spielt da jetzt keine Rolle mehr, ob uns jemand sieht. Du hast ja recht. Es tut mir leid, wie das Ganze gelaufen ist. Es war ja meine Entscheidung, auf der Konferenz die Wahrheit zu sagen. Das Versteckspiel einfach nicht mehr ausgehalten. Ja, meinst du, die heben die Suspendierung wieder auf? Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt zurück an die Schule will. Ich war immer gern Lehrerin, aber ich muss erst mal wieder einen klaren Kopf kriegen. Da habe ich mich aber in eine verdammt mutige Frau verliebt. Im Augenblick fühle ich mich überhaupt nicht so. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wir schaffen das. Zusammen. Wenn du mich so ansiehst, wow, dann weiß ich genau, dass es weitergeht und dass ich richtig gehandelt habe. Lisa, wieso gehst du nicht ran? Bitte melde dich oder komm am besten gleich nach Hause. Vergiss es, ich komme nicht nach Hause. Lisa ist weg. Ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Habt ihr Krach? Oder ist sie jetzt auch weggelaufen? Alex ist ausgebrochen. Was? Lisa ist schon den ganzen Nachmittag verschwunden und sie geht nicht an ihr Handy. Und keiner weiß, wo sie steckt. Glaubst du, Alex entführt sie nach Argentinien? Ich trau ihm alles zu. Ich helfe dir suchen. Elisabeth, du bist bestimmt gekommen, mich nach Hause zu entführen. Jedenfalls ist das meine letzte Amtshandlung. Ach, es ist ja auch schon spät. Was meinst du, wollen wir noch ein bisschen bei Charlie vorbei, eine Kleinigkeit essen? Ich fürchte, das wird nichts. Ich habe ja noch ein bisschen was zu erledigen. Charlie freut sich bestimmt über deinen Besuch. Und wir sehen uns dann auf Königsbrunn. Hm? Mann, und mir so lange morgens auch noch ein Tag. Tschüss. Guten Abend, Herr Gragas. Verlandstein hier. Ich hoffe, Sie haben Neuigkeiten für mich. Nicht viel. Adrian Degenhardt hat in Düsseldorf weder ein Büro noch eine Wohnung. Er ist im Hotel Rhein Excelsior abgestiegen. Was hat er hier in Düsseldorf vor? Und was für Geschäfte betreibt er überhaupt? Da bin ich leider noch nicht weitergekommen. Degenhardt ist eine selten harte Nuss. Wie darf ich das verstehen? Ja, er bewegt sich überall sehr vorsichtig. Er scheint routinemäßig seine Spuren zu verwischen. Fest steht nur, dass er in Südostasien zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen ist. Ich muss Schluss machen. Degenhardt kommt. Kann losgehen. Richtung Herzogstraße. Augenblick mal. Steht der Wagen da hinten schon länger? Das ist mir nicht aufgefallen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Also das war schon ziemlich gut. Wir machen es trotzdem nochmal. Diesmal von außen nach innen. Okay. Labii, die Lippen. Dann die Dentes, die Zähne. Prima. Zunge. Lingua. Lateinische Vokabeln konnte ich schon in der Schule nicht. Du hast recht, da helfen nicht mal Eselsbrücken. Mir fehlt da so ein bisschen der Praxisbezug. Wie stellst du dir das vor?
bei meiner Erkältung am besten gar nicht. Also das Risiko würde ich durchaus eingehen. Für dich und deine Prüfung natürlich. Ehrlich? Also die Ansteckungsgefahr beim Küssen ist viel geringer, als man allgemein annimmt. Ich vermute mal, die Glückshormone stimulieren die Abwehrkräfte. Und für den Lernerfolg, was tut man da nicht so alles? Labi e di lem. Also Lernen in dieser WG geht irgendwie überhaupt nicht. Wir haben doch noch den ganzen Abend. Wer auch immer es ist, ich fertige ihn ganz schnell ab. Hi, ich dachte mir, du kannst bestimmt Unterstützung gebrauchen. Moralisch und praktisch. Studentenfutter. Und Traubenzucker, Gehirnnahrung. Damit bereite ich mich auch immer auf meine Prüfungen vor. Was machst du denn hier? Ich? Also, ich bin sowas wie die fachliche Unterstützung. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber das Kindermädchen. Bitte, Ihre privaten Probleme interessieren mich jetzt eher weniger. Ja. Also, den Auftrag für Hellasports haben wir in der Tasche. Und Ansgard auch angebissen. Gut. Er hat versucht, mir einen Peilsender runterzujubeln, um rauszufinden, mit wem ich zusammenarbeite. Ich hoffe, Sie nehmen sich in Acht. Ja, natürlich. Glauben Sie, ich falle auf so einen billigen Trick rein? Der alte Lahnstein lässt mich offenbar auch beschatten. Von einem zweitklassigen Privatdetektiv. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mehr Widerstand erwartet. Ich hatte schon härtere Gegner. Tja, so leicht wirst du mich nicht los, Tanja. Geld scheint er immerhin zu haben, dein mysteriöser Auftraggeber. Aber ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich dich dort in der Reha anrufe. Aber Lisa ist verschwunden. Nein, sie ist nicht in der Schule. Nein, und auch nicht bei ihren Freundinnen. Ich fürchte, ich muss die Polizei benachrichtigen. Ja, ich melde mich, sobald ich was weiß. Tschüss. Da bist du ja. Lisa. Kein Essen auf dem Herd, immer zu Hause. Ich bin so froh. Wo hast du denn gesteckt und warum ist dein Handy aus? Anni und ich waren im Kino. Was ist denn los? Die Polizei war hier. Alex ist aus der Psychiatrie geflohen. Hey, lass Jana auch noch was übrig. Ich trainiere doch bloß meinen Musculus masseter. Hä? Und? Kaum Muskel. Das hört sich aber gar nicht gut an. Ach, das ist halb so wild. Mann, ich versuche hier zu lernen. Oh, Entschuldigung, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Danke dir. Ich lasse euch dann auch mal wieder. Vielen Dank nochmal. Hauptsache, es hilft. Mit dir und Sarah, das kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Irgendwann wird sie das mit uns merken. Ich will ihr nicht wehtun. Also, wo waren wir stehen geblieben? Beim Praxisbezug. Um genau zu sein, bei den Lavii. Ja, stimmt. Den Mundbereich, den beherrschst du ja schon ganz gut. Dann schauen wir jetzt mal, wie es mit den inneren Organen aussieht. Der Vertrag mit Brücke erscheint mir wasserdicht. Alles genau wie besprochen. Wir sollten so schnell wie möglich mit den Vorbereitungen für die Werbekampagne beginnen. Sicher. Wann planen Sie eigentlich, ein Büro in der Stadt zu beziehen? Das müssen wir vorläufig noch anders lösen.
Die Lahnsteins wissen doch sonst sofort, wer ihnen da plötzlich das Leben schwer macht. Das möchte ich gerne noch so lange wie möglich hinauszögern. Entschuldige die Störung, Tanja. Ich kam gerade zufällig vorbei und dachte, vielleicht willst du mir deinen neuen Auftraggeber vorstellen. Du weißt ja, ich kämpfe ganz gern mit offenem Visier. Guten Abend, Graf Lahnstein. Alex' Brief ist eindeutig. Er will herkommen. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, wie er es meinte, aber ein ungutes Gefühl hatte ich schon die ganze Zeit. Warum hast du mir nichts von dem zweiten Brief erzählt? Du hattest doch so viel Stress wegen Paul. Alex würde nicht klingeln und in 2 Minuten wäre die Polizei hier. Hallo. Paul! Doch noch nicht in Argentinien. Ich dachte, in einer solchen Situation kann ich euch ja nicht allein lassen. Du ziehst uns zurück? Nee. Solange Susanne meine Entscheidung nicht akzeptiert. Ich bin und ich bleibe mit Anne zusammen. Aber wenn ihr mich braucht, ein Anruf genügt und ich stehe sofort auf der Matte. Danke. Es tut gut zu wissen, dass wir trotz allem zusammenhalten. Fast wie eine richtige Familie. Wie haben Sie uns denn eigentlich hier gefunden? Mit Tanjas freundlicher Unterstützung. Du gestattest? Was soll das? Normalerweise wühle ich nicht in Damenhandtaschen, aber in dem Fall. Ein zweiter Peilsender? Nicht wirklich originell, aber in deinem Fall hat's gereicht. Ich muss wirklich sagen, Sie haben mehr drauf als der Detektiv Ihres Vaters. Und Sie sind mir jetzt eine Erklärung schuldig. Erst schnappen Sie beim Vater diesen Pokal weg bei der Auktion. Dann den Auftrag für die Werbekampagne. Was soll dieser Feldzug gegen meine Familie? Schätzt Ihr Vater das so ein? Mir wäre eigentlich Ihre Einschätzung wichtig. Johannes hat Ihnen also noch nichts erzählt. Typisch. Wissen Sie, gute Zusammenarbeit basiert auf Offenheit und gegenseitigem Vertrauen. Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken, ob Sie wirklich den richtigen Partner an Ihrer Seite haben. Und dann fließt das arterialisierte Blut über die Lungenvenen und den linken Vorhof in die linke Herzkammer und wird von dort aus in die Aorta gepumpt. Ich bin beeindruckt. Du solltest Medizin studieren. In diesem Leben nicht mehr. Außerdem glaube ich, ich habe sowieso schon eine Lateinallergie. Na, das erklärt zumindest deine Erkältung. Aber ich muss sagen, du hast wirklich tapfer durchgehalten. Du hast hier deinen ganzen Abend freigehalten, da... Kann ich doch nicht schlapp machen. Süße, ich lass schon nicht zu, dass er dich nach Argentinien verschleppt. Ja, und jetzt schlaf gut. Gute Nacht. Und ihr lasst euch nicht stören. Ich muss noch mal kurz hier durch in den Club, sonst macht mich Coco und Kopf kürzer. Wir sind sowieso fertig für heute. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Was ist mit euch? Kommt ihr mit runter? Ich glaube ja nicht. Na klar, kommen wir mit. Nach der ganzen Lernerei haben wir uns doch einen Cocktail verdient, oder? Ich habe ein Geräusch gehört und da dachte ich... Ja, ja, Papa, schon klar. Kannst du auch nicht schlafen? Ich probiere es mit heißer Milch mit Honig. Lisa. Oh,
Hey, ich bin gleich fertig. Andi rotiert unten bestimmt schon. Ach, der kommt doch 2 Minuten ohne dich klar. Was wird das denn jetzt? Aktion schöner schlafen? Leonard wartet unten auf mich. Du willst Party machen in deinem Zustand? Ach, das ist nur die Überdosis Latein. Und ich kenne auch schon das perfekte Gegenmittel. Nix Latein, du bist eindeutig liebeskrank. Du hast ja wirklich Fieber. Ach was. Nichts ach was und das nicht zu knapp, du gehörst ins Bett. Graf Landstein, Herr Grages möchte Sie dringend sprechen. Guten Abend, Herr Grages. Verzeihen Sie die späte Störung. Ich nehme an, Sie haben Neuigkeiten für mich. Keine guten. Degenhardt hat mich abgehängt. Wie bitte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Er muss einen sechsten Sinn haben, sonst... Kannst du nicht anklopfen, Ansgar? Du kannst Herrn Grages ruhig nach Hause schicken, Vater. Ja, über deinen flüchtigen Bekannten Adrian Degenhardt kann ich dir mehr erzählen als er. Ja, vielen Dank, Herr Grages. Gute Nacht. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Auf eine Erklärung für diesen Auftritt bin ich sehr gespannt. Du hattest allen Grund, Vater, auf Degenhardt einen Detektiv anzusetzen. Offenbar plant er ein Komplott gegen uns. Und zwar zusammen mit Tanja. Das hat doch keinen Zweck mit Fieber abfeiern. Am Ende legst du noch 2 Wochen flach. Oder noch schlimmer. Frag Leonard, so eine verschleppte Grippe ist wirklich kein Spaß. Kein Wort zu ihm, verstanden? Mann, er möchte gerne mit mir zusammen sein. Er will Sarah vergessen. Kapierst du nicht, das ist die Chance? Da lege ich mich doch nicht wegen ein bisschen Schnupfen ins Bett. Ein bisschen Schnupfen, ja? Ich bin nur gestolpert. Willst du dich unbedingt fertig machen? Deine Gesundheit riskieren? Das ist kein Mann der Welt wert. So, Leonard schon. Degenhardt hat unser Angebot an Hellersports nochmal unterboten. Das heißt, er kann nur ein Minusgeschäft dabei machen. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, also hat er doch ganz offensichtlich persönliche Gründe, sich an dir zu rächen. Und zwar, egal was es ihn kostet. Warum, Vater? Ich habe es dir schon einmal gesagt. Das geht nur mich etwas an. Nein, das tut es nicht. Degenhardt hat sich mit Tanja verbündet. Er wird seinen Rachefeldzug fortsetzen. Vater, wenn das so weitergeht, bedroht das die Existenz der gesamten Holding. Also, es muss etwas zwischen euch vorgefallen sein. Und du sagst mir jetzt was?